Ein Panzerwagen wird überfallen. Ist heute Dienstag? Ja, spät dran. Es ist Spider-Man. Wenn ihr 2-Dollar-Scheine sucht, die Bank an der 101. hat welche. Da kommt gleich was. Das war zu leicht. Versucht es wenigstens mal mit einem Plan. Furchtbar. Das ganze Chaos vom Sandman. So langsam gefällt dir das Teil wohl. Ja, es ist in der Stadt praktisch, aber ich bin wohl nicht so der Biker-Typ. Aber mein Typ. Was ist? Bin gefeuert. Du warst doch so begeistert von dem Job. Ich weiß, ich hatte schon das Semester geplant. Wir wollten nächste Woche ein Heli mit Kartoffelantrieb bauen. Tut mir so leid. Dann sind wir jetzt vielleicht bald beide arbeitslos. Macht Jonah schon Hausputz? In etwa. Er gründet eine radikale Leistungsgesellschaft. Was heißt das überhaupt? Das heißt, dass jeder, der nächste Woche keine Titelstory schreibt, gefeiert wird. Na, dann bist du ja fein raus, weil du die Beste bist, die sie haben. Was ist da drin? Unverkaufte Simkaria-Bücher. Bei mir ist kein Platz mehr. Aber du hattest doch gute Kritiken. Und 14 verkaufte Ausgaben. Niemanden interessiert Simkaria. Der Bugle hat den größten Absatz in der Stadt. Dort kann ich etwas bewirken. Aber wenn ich gefeuert werde, weiß ich nicht, was ich tun soll. Brauchst du den Bugle überhaupt für das, was du tun willst? Ich wollte von außen etwas bewirken und 14 Ausgaben. Ich muss die Dinge von innen heraus verändern. Ich hab noch nicht aufgeräumt. Hinterzimmer? Ja. Ich räume mal ein bisschen auf. Oh Mann, das wollte ich so gern spielen. Mir fehlt dafür nur die Zeit. Keine Ahnung. Ich könnte echt eine Auszeit gebrauchen. Aber das kann ich mir nicht leisten. Und wenn du das Haus verkaufst? Das geht nicht. Ich könnte schon, aber das geht nicht. Wenn du Zeit brauchst, kann ich dir mit der Hypothek helfen. Nein, nein, das geht nicht. Und du meintest, dass Jonah Kahlschlag machen könnte. Er wird mich nicht feuern. Ich weiß, wie viel dir dieses Haus bedeutet. Wir kriegen das hin. Du bist zu gut für mich. Mit der Hypothek wollte May Feast retten. Jetzt hab ich's schwer.
Hey, hast du nochmal über den Einzug nachgedacht? Das hatten wir doch schon. Ich muss in der Stadt sein, in der Nähe des Geschehens. Aber hier könnten wir so schön zusammen essen. Wann hast du denn das letzte Mal zu Hause gegessen? Hast ja recht. Hey, was ist das? Ist das alles von May? Ja, ich muss es spenden, aber noch nicht. Was hast du da? Ein paar süße Fotos von dir. Die habe ich lange nicht angesehen. Ich glaube, das war in meinem Zimmer. Warum hat sie es fotografiert? Gleichgewicht. Was soll das heißen? Ob es wohl noch da ist? Ich schau mal nach. Sag Bescheid, was du findest. Ich schau mir hier die Fotos an, die du mir nie gezeigt hast. Oh, wie niedlich. Wie konnte Onkel Ben in dem Ding hier einschlafen? Oh Mann. Manchmal überkommt es einen einfach. Wo war das Loch gleich wieder? Ich dachte, da wäre eine Ratte in der Wand. Hey, was? Was ist los? Nichts. Ich war nur... In deinem Alter habe ich den Debattierclub geleitet. War Kapitän in der Fußballmannschaft und zweite Geige im Orchester. Jedes Jahr wollte ich wieder etwas Neues erreichen. Aber als ich auf die Liste der besten Schülerinnen wollte, ging nichts mehr. Anstatt in ein paar Dingen gut zu sein, war ich in gar nichts gut. Also habe ich zurückgerudert. Gleichgewicht ist eine lange Reise und nicht das Ziel. Ich arbeite noch dran. Komm schon. Na los, nur zu. May mag recht haben. Es ist einfach zu viel. So kann es nicht weitergehen. Ich sollte nach MJ sehen. Hab einen Tipp. Reft verlegt morgen ein paar Insassen zur Beurteilung nach Ravencroft. Weißt du wen? Nein, aber das finde ich raus. MJ! Ha ha.
Ah, die Ärzte haben mir noch keine MJ-Umarmung erlaubt. Sorry. Harry. Hab dich vermisst. Ich dich auch. Hab das von May gehört. Tut mir so leid. Und wie war Europa? Es tut mir leid. Ich wurde isoliert behandelt hier in der Stadt und wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ist das das Gleiche wie bei deiner Mom? Es war Vergangenheit. Es ist wohl in Remission. Harry, das ist unglaublich. Du siehst toll aus. Ich fühle mich auch toll. Oh, ich muss zur Arbeit. Abendessen morgen? Coney Island? Wie in alten Zeiten? Abgemacht. Das ist neu. Ja, das hat sie gelernt, als wir in Sumkaria waren. Sorry, dass ich einfach so vorbeischneie. Nein, nein. Willst du nicht reinkommen? Eigentlich habe ich gehofft, du hättest Zeit für eine kleine Spritztour. Klar. Krass, dass der Billigflieger noch auf der Straße ist. Ich dachte, wir könnten rumfahren wie früher immer. Ist das mein altes Fahrrad? Nee, hab's im Internet gefunden. Sieht fast gleich aus, oder? Wow. Ja. Es hat sogar die gleichen Aufkleber und alles. Und es ist echt nicht mein Fahrrad. Bereit? Ja. Wo geht's hin? Wart's ab. Na los, versuch mitzuhalten. Ganz sicher, dass du das schaffst? Oh ja, mir geht's gut. Der Stock ist nur eine Absicherung. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht. Ich glaube, du hast mehr Energie als ich. Dann erzähl mal. Was hast du alles so getrieben? Ich war Vertretungslehrer. Mit Betonung auf war. Und ich helfe einem Highschool-Schüler. Er ist was Besonderes. Glückspilz. Ohne deine Hilfe hätte ich die Matheprüfung nie bestanden. Ich habe von deinem alten Boss gelesen, Dr. Octavius. Das war bestimmt verrückt. Das kann man so sagen. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Harry, warum hast du nicht gesagt, dass du krank bist? Ich wäre sofort gekommen. Der Anblick hätte dir nicht gefallen. Die Behandlung war schrecklich. Ich war 3 Jahre lang in einem Tank voller Heilmittel. Los jetzt! Ich hatte immense Albträume. In einem Tank? Wow. Experimenteller Kram. Moment, das ist die Midtown High. Ist das also unser Ziel? Ich sag weder ja noch nein. Hier sieht's noch genauso aus wie vor 10 Jahren. Danke. Komm schon. Was sollen wir hier? Wir haben die Highschool gehasst. Weißt du noch, als Flash und seine Kumpels meinen Laptop geschrottet haben? Die Präsentation war weg. Die für den Jungunternehmerwettbewerb. Daran haben wir Monate gesessen. Und das Landestreffen war am nächsten Morgen. Ich hatte ein Backup auf einem Stick. Aber der lag in deinem Spind. Wir haben die Schule angerufen und gebettelt, uns reinzulassen. Aber die sagten nein, weil es so spät war. Wir waren so verzweifelt, sind um die ganze Schule gerannt und haben jede Tür probiert. Bis wir zu der hier kamen. Warte, was hast du? Wir mussten sie aufhebeln. Wollen wir? Die Luft ist rein. Komm. Sicher, dass der Stick in deinem Spind ist? Ziemlich sicher. Was? Ich dachte, du weißt es. Ja, ich weiß es auch. Warum fragst du jetzt nach? Weiß nicht, ich bin halt nervös. Jetzt am Schlag der Rookie All-Star. Die Nummer 12. Warte. Eric Monacelli. Das ist Brightfield Rick. Was macht er hier am Freitagabend? Sich das Spiel anhören. Zeig uns den Rookie des Monats, Junge. Du wirst für eine Ewigkeit in diesem Team sein. Laufen wir durch. Na, warte, wer sieht uns? Dieser Mann meint's ernst, Leute. Wir werden ihn noch viele Jahre sehen. Die Fans setzen das Team. Ziel einfach auf was Lautes.
Eimer? Nee, zu viel Chaos. Flash, mach dich auf was gefasst. Ja. Nein, es soll laut sein. Kein Vandalismus. Das war ein schönes... Gut. Jetzt los. So was machen Verbrecher. Bin ich jetzt auch einer? Hey, ganz vergessen. Ich habe meiner Mom unsere Präsentation gezeigt. Sie war begeistert. Ihr einziger Kritikpunkt war der Name. Sie meinte, wir sollten sie Heilung der Welt nennen. Oh mein Gott, das ist perfekt. Oder? Dein Spind ist in der Nähe der obersten Treppe, oder? Runter! Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Wir teilen uns. Treffpunkt Turnhalle. Hey, wer ist da? Wir haben Ärger, wir haben Ärger. Hilfe! Wo bist du, du Mistkerl? Jemand spielt hier einen Streich, was? Ich müsste mal meine Netzschießer auffüllen. Moment, im Fotolabor habe ich noch mehr Netzflüssigkeit. Das ist noch neu für mich. Ich muss mir die Flüssigkeit besser einteilen. Er muss hier irgendwo sein. Also, Bibliothek, Fotolabor, Turnhalle und dann zum Spind. Ganz leicht. Der Weg ist frei. Also los. Was war das? Shit! Hey! Oh, ich wünschte echt, ich hätte ein Online-Backup erstellt. War eindeutig ein Schüler. Lüftungsschächte. Wie für Spinnen gemacht. Okay, wo habe ich die Netzflüssigkeit gelassen? Ich weiß, ich habe sie irgendwo hier drunter gelegt. Aha, hab sie. Oh Mist. Finden, wie ich die Kapazität dieser Dinger erhöhen kann. Jetzt zu Harry in die Turnhalle. Mein Rucksack! Den hatte ich ganz vergessen. Ich sollte mir sowas lieber aufschreiben. Ich kann dem Kerl nicht entkommen. Ich muss ihn ablenken, um hier rauszukommen. Was war das? Ich mach mich aus dem Staub. Du kannst bleiben, wo du bist, Junge. Lauf nicht weg. Ups, da kann ich nicht lang. Thank you.
Brightfield Rick. Ich muss ihn von der Tür weglocken. Sorry für das Chaos, Rick. Okay, jetzt kann keiner mehr sagen, dass es hier nicht spukt. Kein Geist, nur eine Spinne. Alter, ich dachte, du wurdest erwischt. Schnappen wir uns den USB-Stick und hauen ab. Los, durch die Turnhalle. Es kommt alles wieder. Das war irre. Hat sich nichts verändert. Nur, dass uns niemand auf den Fersen ist. Das heißt, wir haben Zeit für ein paar Körbe. Sicher, dass du dabei bist? Die Frage ist, bist du's? Oh. Beweis es, Großmaul. Etwas rostig, kein Ding. Hübsch. Echt gut. Ich bin so happy, dass es dir besser geht. Ernsthaft. Danke. Hey, ich weiß gar nicht, wie Mays Haus jetzt aussieht. Gibt nichts zu sehen. Ich hatte viel zu tun und ich weiß nicht. Ist komisch, es zu verändern. Verstehe. Das muss wirklich hart sein, Pete. Keine Eile. Okay, dann mal los. Ja! Wenn MJ einzieht, hilft sie vielleicht mit dem Haus. Ach, ich weiß nicht. Würde sie nicht? Ich weiß nicht, ob sie einzieht. Oh. Ah, tja. Ich dachte, es läuft gut zwischen euch. Sie war bei dir? Wir kriegen es schon hin. Wie immer. Irgendwann. Yeah! Wie steht's denn? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Danke fürs Herbringen. Das hab ich gebraucht. Ich auch. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich kenne diesen Blick. Was hast du vor? Weißt du noch, wo dein alter Spind ist? Was meinst du, wo der Wachmann ist? Bestimmt noch im Ostflügel. Holen wir den USB-Stick aus deinem Spind und weg hier. Flash sollte für deinen kaputten Laptop bezahlen. Ah, vergiss es. Er darf nicht einfach so davonkommen. Er ist Captain des Footballteams. Ich Background-Sänger in der Musik-AG. Er wird damit davonkommen. Wir zahlen es ihm heim, indem wir morgen gewinnen. Schnell, geh da drunter! Ich muss ihn zum Aufzug locken. Ich habe diese Etage dreimal überprüft. Das ist eine verdammte Gänsejagd. Ist da jemand drin? Was ist da los? Er ist weg. Oh, echt Glück gehabt. Oh, ja. Schnell, hol den Stick und weg hier. Was ist das? Wie hast du... Na los. Nimm es. Oh, shit. Wer ist da? Netter Zug. Gehört dieser Typ auch dazu? Nope. Lauf. Hey! Alter, wir landen im Knast. Nicht, wenn er uns nicht erwischt. Das ist nicht die Art von Nostalgie, die ich mag. Hast du den USB-Stick noch? Ja. Wir müssen bloß durch diese Türen. Fast geschafft. Aufmachen, Polizei! Ich hab die Cops gerufen, jetzt kriegt ihr Ärger! Lauf! Aber halt sie noch kurz zu. Ich hab eine Idee. Was soll ich tun? Mich schnappen lassen.
Warte, fast vergessen. Polizei, los jetzt! Komm schon. Hey, haben Sie uns verständigt? Ja, die sind hier irgendwo. Okay, ihr zwei schwärmt aus, während ich seine Aussage aufnehme. Ich muss den Wachmann allein erwischen, um den Stick zu bekommen. Sie sind irgendwo hier drin! Wir suchen Sie, aber wir brauchen Ihre Aussage. Was haben Sie gesehen? Also, Whitefield. Sieh mal nach! Was haben Sie wirklich gesehen? Wow! Zeit für ein Foto. Das hält länger. Nicht bewegen. Ich bin gleich zurück. Er ist allein. Und jetzt präsentiere ich den Kopfüber-Taschendieb. Diese Bengel denken, ich hätte Zeit für ihre Streiche. Gut, damit komme ich direkt über ihn. Gary wartet bestimmt mit Popcorn auf einer Tasse von meinem Lieblingstee. Geschafft. Was war das? Wie soll ich jetzt von hier wegkommen? I just wanna tell you how I'm feeling. Verdammt, Sie sind im Büro! You understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Okay, ich muss weg! Alles okay? Verstecken wir uns! Das sind nicht die Cops. Das ist mein Dad. Dad, ich wollte doch anrufen, wenn ich zu Hause bin. Deine Mutter? Was ist los? Peter, entschuldigst du uns einen Moment? Harry, was ist das? Ich glaube ja immer noch, dass unsere Präsentation gewonnen hätte. In den letzten 10 Jahren ist viel passiert. Ein Wunder, dass ich jetzt hier sitze. Ich habe eine zweite Chance. Und die werde ich nutzen. Aber ich brauche dich an meiner Seite. Wow, das ist ganz schön viel auf einmal. Komm doch morgen mal ins Labor und siehst dir an. Du hast ein Labor? Ich zeig dir meine Ideen. Dann können wir weiterreden. Okay? Klar. Pete, wir werden die Welt heilen. K1 im Anflug. Statusmeldung. Die Villa und die Arena sind fast fertig. Aufklärungseinheiten melden. Sandman ist uns entkommen. Rückeroberung geht nicht. Dann war er nicht der Richtige. Verstanden. Ich erwarte Befehle, Sir. Bereiten Sie sich auf die Versetzung vor. Und versagen Sie nicht schon wieder.
ist Miles Morales. Und mir ist schon langweilig. Hey Miles, hast du zu tun? Ich brauche... Was es auch ist, bin dabei. Ich brauche Hilfe beim Babysitten im Raft. Klingt gut. Sag's mir unterwegs. Sieh mich nicht so an, Dad. Ich mach nur eine Pause. Hola, Miro. Wie läuft's mit dem Aufsatz? Ganz gut. Ich muss aber kurz mal weg. Pete braucht meine Hilfe. Wir wollen nur... Ich verzichte lieber auf die Einzelheiten. Mach dir keine Sorgen, Ma. Einen Moment, bitte. Du hast doch in letzter Zeit abends öfter mal länger gearbeitet. Genauso war es bei mir auch. Naja, nicht wirklich. Sieh mich nicht so an, ich stecke nicht in Schwierigkeiten. Es ist nur... Ich war ein paar Mal aus. Dates, eigentlich. Ach so. Und da ist dieser eine Mann, den ich ein paar Mal traf. Und es... Naja, es läuft gut. Ma, was willst du mich fragen? Ich würde ihn gern einladen. Zum Pastelon. Ich kann bestimmt irgendwelchen Spinnenkram machen. Damit ihr allein sein könnt. Nein, ich möchte, dass er dich kennenlernt. Und dass du ihn kennenlernst. Aber wenn dir das unangenehm ist, verstehe ich das. Ma, bei Pastelon bin ich immer dabei. Bis dann. Okay, natürlich. Ich sollte zum Raft. Vielleicht können mir die Windkanäle helfen. Da ist noch einer. Ab in den Aufwind. Langsam habe ich den Dreh raus. Ein Aufwind. Ich check mal die Aussicht. Der Wind ist einfach cool. Hey Miles, ich bin gleich beim Raft. Bist du auf dem Weg? Aber klar doch. Wen sollen wir babysitten? MJ hat gestern den Tipp gekriegt, dass Scorpion nach Ravencroft verlegt wird. Die Ressourcen werden knapp, seit Sandman bei ihm ist. Scorpion rastet manchmal richtig aus. Ich werde da sein. Oh, das sieht mir aber nicht nach legalen Geschäften aus. Das ist mein bester Stoff. Lass mich nicht. Meines Lebens. Spider-Man! Wir kommen! Hier! Mein Lieblingsessen! Schnell ins verdammte Auto! Wenn man sich mit größeren Jungs anlegt. So, jetzt haben sie mehr Power. Hält sich wer nicht.
Wir dachten echt, sie gewinnen. Hey Mann, schön, dass du hier bist. Anscheinend gerade rechtzeitig. Immer weiter, Gargan! Bereit für den nächsten. Den nächsten? Ich dachte, wir babysitten heute nur Skorpion. Martin Lee. Miles. Schon gut. Ich bin okay. Ein bisschen früh für Feuerwerk. Wir müssen los. Schauen Sie, dass die Gefangenen sicher sind! Ich übernehme links. Schützen Sie das Schiff! Bei mir formieren! Mich wirklich aufwärmen sollen. Dein Kopf gibt eine schöne Trophäe ab. Wow, diese Klingen sind scharf. Ihr seid wohl neu hier. Hi, ich bin Spider-Man. Falls ihr es nicht wusstet, das sind ganz üble Typen. Die sollten schön im Knast bleiben. Mach, dass du wegkommst. Das geht dich nichts an. Na gut, überspringen wir die Begrüßung. Block mit deinen Klingen. Vorsicht! Spider-Man, wer zum Teufel sind die Typen? Ich dachte, ihr wüsstet es! Wir geben dir Deckung! Sie dürfen nicht das Schiff! Okay! Die Abwehr ausschalten! Vor mir! Sie dürfen nicht durch! Überwältigt die Wachen und brecht die Türen auf! Sie versuchen, ins Schiff zu gelangen. Sie wollen Skorpion und Lee. Wir müssen sie stoppen. Ja, von oben! Was wollt ihr überhaupt mit denen? Euer Club hat doch offenbar genug Mitglieder. Das wirst du schon sehen. Es
Das klingt überhaupt nicht gut. Das nimmt kein Ende. Runter mit ihm. Weiter kämpfen. Hab mich weg. Gibt's Freunde mit Deckung? Konzentration. Sie dürfen nicht zu den Gefangenen. Bist du falsches Kind? Viel Geld und Technik aus. Ja, die machen keine halben Sachen. Wir wollen wohl unbedingt nach Skorpion oder Liran oder beide. Wenn diese Typen wieder freikommen. Konzentrier dich, Spider-Man. Deine Anwesenheit ist unerwartet, aber unbedingt. Mann, wer seid ihr eigentlich? Woher kommt ihr überhaupt? Eins muss man ihnen lassen. Sie wissen, was sie wollen. Wir sind viele und wir kämpfen frei. Spider-Man, wie läuft's? Kennst du das mit der Hydra? Weil der immer mehr Köpfe nachwachsen? So läuft's. Wir kriegen sie schon klein. Ich übernehme den Kleinen. Nein, ich hoffe, du sprichst vom anderen Spider-Man. Denn ich bin einen Zentimeter größer als er. Mindestens. Dass sie die verlegen. Spielt jetzt keine Rolle. Schalten wir diese Typen aus. Wer auch immer sie sind. Was jetzt? Alles klar da drin?
Ich versuche rauszukommen und suche nach Zivilisten. Sieht nicht gut aus. Was ist da draußen passiert? Sind die Wachen in Sicherheit? Hallo? Oh, kein Empfang. Muss nicht sputen. Oh! Es wird da draußen immer schlimmer. Ist da jemand? Scorpion ist entkommen und hat mich hier eingesperrt. Ich hol sie raus! Komm schon! Ganz ruhig! Ich komm anders rein! Stromzugang. Klingt vielversprechend. Ich hoffe, Peter hat Scorpion im Blick. Die Typen wissen nicht, wen sie da rauslassen. Bist du noch da? Bin ich! Versprochen! Komm schon, Notsturm. Sei hier. Die Stromspannung hier ist stark. Sogar ich kann sie spüren. Sie darf nicht zur Wache gelangen. So viel Strom würde ihn glatt frittieren. Was hast du gemacht? Auf keinen Fall das Wasser berühren, okay? Tausend Dank, Junge! Aber ich hab dich gerettet. Ach, wirklich? Unmöglich. Nein! Dad. Das ist nicht echt. Wir haben Scorpion im Blick. Zu weit. Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Aufgibt. Miles. Ma? Hayley. Warte. Das ist gefährlich. Miles! Was? Ohne Miles ist es so friedlich. Die Zeit läuft ab, Nico. Thank you.
nicht so. Was zum... alle. Spider-Man! Jetzt ist es nicht mehr nur schlimm, sondern der East River brennt schlimm. Das ist... Wow, okay. Bin unterwegs. Scorpion ist später dran. Na los! Na los! Es startet nicht! Ich helfe dir! Los, halt dich fest! Ich helfe euch!
in Frieden. Ich muss die Schraube stoppen. Feuer! Solange die angreifen, kann ich die Schraube nicht einspinnen. Wir haben ihn. Wie oft muss ich es euch noch sagen? Lee, bleibt bei mir! Die Rettungskräfte sind jetzt zumindest vor Ort. Die Polizei sucht noch, aber es gibt keine Spur von ihnen. Und flussaufwärts? Nichts als Trümmer! Wer sind die Typen? Auf jeden Fall haben sie eine Menge Technik im Gepäck. Ja, das haben sie. Und auch noch Scorpion und Lee. Hey, was auch immer sie vorhaben, wir finden sie und halten sie auf. Ja. Pete. Als ich Lee in dem Schiff gesehen habe, meine Kräfte, sie... Glaubst du, seine Energie hat sich mit deiner verbunden? Ich weiß es nicht, Mann. Es ist instabil. Also... Wo auch immer der Strom herkommt, er hat uns geholfen. Hey. Wir bringen Lee schon wieder zurück. Versprochen. Lass mich nicht hängen. Ich bin aber gerade schlecht drauf. Jetzt komm schon. Na los. Busch. Du bist echt eine Nummer. Durch, Miles.
Niemals. Ich hatte mich schon an deine Mailbox gewöhnt. Hab dir einen Standort geschickt. Kommst du rüber? Hey, Onkel Aaron! Wie? Keine Zeit für deine Familie? Nein! Ich wollte dir nur Zeit geben. Nach deiner Freilassung. Nicht nötig. Außerdem müssen wir einiges klären. Ach ja? Bis bald, Kleiner. Besuch ihn und bring's hinter dich, Miles. Dann finden wir raus, wer Leon Scorpion entführt hat. Ich hab das Gefühl, die Person hat was Großes vor. Einen Panzerwagen zu überfallen, ist echt dreist. Hi, ich bin Spider-Man und ich vermiese euch den Tag. Genug gesponnen! Ich schwing dich rüber zu einem Krankenwagen. Die werden dir helfen. Oh Gott, ich danke dir. Ich hoffe, es war nicht zu heftig. Viel Glück. Sei gesegnet, Spider-Man. Ob Pete schon so viele auf einmal ausgenockt hat?